dann gehen wir rein. In die Glühweinbauerei. Die Maps sehen voll cool aus. Isashira, ich finde sie eigentlich auch ganz cool vom Design her. Ich finde trotzdem immer nur schade, dass es nur 5 gibt. Mir fehlt eine Wintermap. Habt ihr auch von Nintendo persönlich eine Anfrage bekommen? Und ja, wurdet gefragt, wie das Spiel ist? Ja, habe ich. Ja, per E-Mail. Echt jetzt? Habe ich, glaube ich, gar nicht gekriegt. Die wollen meine Meinung nicht wissen. Was sind das für Arschlöcher? Ja. Der echte Nintendo-Präsident hat mir das geschickt. Also mir auch. Und ich habe ihm meine Meinung gegeigt. Und dann hast du gleich nochmal gefragt, ob du dir auch ein paar Gratis-Spiele schicken kannst, oder? ja, natürlich. Ich hab geschrieben, Grafik sieht besser aus als bei Pokémon. Top. Nein, Quatsch. Apropos Pokémon, ich habe eine Frage an euch beiden. Ihr seid doch Experten. Ja. Gibt es Abra auch in Perle? Ja, Abra gibt es in beiden Generationen. Version, nicht Generation. Version. Okay, okay. Dann muss ich nochmal durch das Gras laufen. So, Donkey Kong Rules mit einer 2. 9. Scheiße, 10. Direkt mal letzter. Ja. Direkt mal letzter. Ah, okay. Also Donkey Kong ist Toffee. Ja, Brownie ist immer Mario, das ist ein Mensch. Kann ich gleich mal gucken, ob sich das Spiel lohnt. Und Sashira sagt noch nur 5 Maps, das hab ich. Das ist aber leider schon bei jedem Mario Party so gewesen. Ich glaube, es gab kein Mario Party, wo es mehr als 5 Maps gab. Sicher? Aber es gab kein Mario Party, wo es so wenig spielbare Charaktere gab wie hier. Das stimmt. Ich glaube, da kommen noch welche. Ich hoffe, es kommen DLC. Nee, ich glaube aber tatsächlich, es kommen keine Maps mehr. Ich glaube, es kommen nur Charaktere. Also das habe ich auch in die Umfrage reingeschrieben, dass ich das ein bisschen schade finde. Das ist so wenig spielbar. Und dass das nicht spielbar. Ich finde es schade, dass die Map so lecker aussieht. Ich krieg Hunger. Du wolltest die Cake spielen. Ja, ich habe nicht nachgedacht. Aber jetzt muss ich was essen, Leute. Ah, du kannst ja auch in Abra in der ersten Stadt tauschen. Stimmt. Ja, habe ich gemacht. Gegen Macholo. Aber wo kriege ich denn Macholo her? Oder muss ich ihn in Abra geben? Was, du musst... Nee, Macholo kriegst du in der Route oben drüber. Achso, da war ich auch noch nicht. Ich habe das Spiel noch nicht so sehr gesuchtet. Aber voll viele haben schon durchgespielt, ne? Scheiße. Ich bin jetzt in der dritten Arena. Aua. Bin bei der dritten Arena jetzt. Ich habe mir wehgetan, weil ich eine Tüte aufgemacht habe. Oh. Und Scotty ist jetzt schon mit der achten Arena durch. Ja, Christian Nieland ist, glaube ich, schon komplett Werbung. Durch. Ja, gut, es ist ein bisschen Haribo-Werbung, Entschuldigung. Haribo? Ja, ich habe gerade Haribos aufgemacht, weil die Map so lecker aussieht. Ist Toad ein spielbarer Charakter in Mario Superstar? Nee, leider nicht, Battle Cat. Leider nicht. Nee, sonst würde ich ihn auch spielen. Toad ist sozusagen der Itemverkäufer, ne? Ja, das ist der Moderator, Kai Pflaume. Der Moderator auch. Also Toad ist eigentlich alles, außer ein Spiel. Das heißt ja nichts. Es gibt ja viele Toads. Das könnte das, ja auch ein zusätzlicher Code sein. Code. Nee, es gibt ja zum Beispiel auch bei Mario Kart, gibt es ja auch, wie heißt der? Ah, toll. Ich habe so Glück. Stimmt, da gibt es Toads, die man isst, um schneller zu fahren. Und dann gibt es die Toads, die mitfahren. Wieso alle gegen mich? Was fängt denn jetzt das Spiel schon wieder so an? Ja, du bist doch eigentlich im Totenfeld gelandet. Oh, das ist eigentlich Kannibalismus, wenn man als Toad Pilze isst? Nein, weil Toads sind Menschen, keine Pilze, Mensch. Das haben immer alle die falschen Dings. Ja, ich hab's verstanden. Haben wir es nicht ausgemacht? Ah, nee, haben wir angelassen, ne? Ja, weil sonst wüsste ich jetzt nicht, mit was ich brenne. Alle gegen Toffee. Ja, mal gucken. Ja, weil ich esse noch ein Motivations-Haribo. Das bringt mir Glück. Was aber absolut gut ist, das Spiel ist ohne Bewegungssteuerung und ihr könnt das mit einem Pro-Controller spielen. Das finde ich richtig cool. Sir, wo ist Yoshi? Ja, irgendwie hat eigentlich der eine Spieler hier keine Chance, finde ich. Naja, nicht unbedingt. Also hat schon mal jemand gewonnen. Jemand hat schon mal gewonnen. Ja, aber nein, ein Spieler meine ich. Drei Spieler sind so overpowered hier, finde ich. Ja gut, ich schalte mal aus. Okay, so overpowered und dann. Aber du musst so viel zum Thema raus, oder? Du musst aber noch zwei weitere raus. Ja. Fast hätte ich Mario erwischt. Fast. Ja, das war ich. Aber es hätte eh nicht gereicht, weil jetzt hat jeder gewonnen. Toffi, du musst 7. Das hättest du mir früher sagen sollen. Ich finde das Spiel aber schwer, als ein Spieler. Also ich find das jetzt hier hübsch, so mit dem Schnee und so. Boah, ich finde es hübsch, dass ich schon wieder verliere. Du wolltest die Map? Warum wollte ich überhaupt Mario Party spielen? Ich bin so masochistisch, ey. Wieso wolltest du nicht Mario Party? Keine Ahnung, ich dachte eigentlich auch, dass wir hier dieses andere Spiel spielen. Wo man Nexon baut. Nee, dieses Bauspiel. Das ist nach Ultimate Chicken House. Ja, genau. Stimmt! Dieses. Oh, das hätten wir auch spielen können, ja. Stimmt. Ja, nächstes Mal. Ja, jetzt ist zu spät. Hast du nicht gerade eben noch gesagt, du hättest 1-2 Stunden Zeit für Mario Party? Hast du das nicht geschrieben? Nee, ja. Oh, was passiert jetzt? Oder? Ach ja, hast ich du? Darf mir was kaufen.
das Große darf ich noch nicht, aber ihr habt eh keine Sterne. Ah nee, stimmt, du hast gesagt, eine bis zwei Stunden Zeit. Oh, ups. Nee, dann hab genau, ich für Mario. Zeit. Oh, dann war ich derjenige, der Mario Party angeleiert hat. Das heißt, wenn die jetzt alle scheiße drauf sind nach dem Spiel, dann bin ich schuld. Richtig. Oh, Kack. Oh, geil. Nee, genau, Lakitu meinte ich. Lakitu ist doch der, der in Mario Kart immer die Ansagen macht. Und an dem kann man aber auch fahren. Lakitu? Wer ist denn Lakitu? Der eben mit der Wolke? Ja, der gerade mit der Wolke geflogen ist. Ja, stimmt. Das ist halt, wie heißt der griechische Gott? Ich weiß es nicht. Oder der aus Wind Waker, der mit der Wolke. Nivi fragt, kennst du das Spiel Psychonauts 2? Psychonauts. Das ist Zeit im Angebot für PlayStation 4. Psychonauts. Das sieht ziemlich cool aus. Das ist für die Game Awards nominiert worden. Aber ich kenne das gar nicht. Das gibt's gratis im Game Pass. Musst du den nicht kaufen. Das ist gratis im Game Pass, Nivi. Musst du den nicht kaufen. Es ist zwar gerade im Angebot. Übrigens, Toffi, hast du es auch schon mitbekommen? Alles, was jetzt im Game Pass ist, kannst du auch streamen. Du musst kein Spiel mehr runterladen. Oh. Ach, Toffi. Und ciao. Sorry, Brownie, dass ich jetzt gerade nicht so drauf reagiert habe, wie ich es vielleicht hätte sollen, aber das Spiel hasst mich! Jetzt kannst du aber gegen jene spielen. Aber das ist, ja, streamen. Ich bin halt, ich habe halt schlechtes Internet. Ja, nee, also das Gute ist halt, du musst halt nicht irgendwie nach drei Spielen wieder alles bei dir platt machen, weil deine Festplatte voll ist. Und du musst halt nicht, wenn du was spontan spielen willst, 300 GB runterladen, ne? Stimmt. So ja, meine ich das. Das stimmt, ja. Hallo, Kuro. Wenn du kurz was ausprobieren möchtest, wie das Spiel ist, kann man es auf jeden Fall machen. Nein! Was, der Ton ist komisch. Leute, könnt ihr das mal bestätigen, ob der Ton komisch ist oder nicht? Ja, ist bei mir alles in Ordnung, Leute, eigentlich? Bei Phone hieß es, es ist alles in Ordnung. Phone hieß es so. Vorhin war ich hätte jetzt gewonnen. Ja. Ton ist super, ist danke, Sashira. Oh mein Gott. Könnt ihr jetzt auf OK drücken? Es ist Yasha, nicht ich. Also, Yoshi. Ey, wer ist denn, wieso gehst du da so krass auf mich? Ja, weil du Brownie bist. Also, alles passt bei mir. Danke dir, Nivi und Petzer. Ihr seid Roboter. Ach so, ja, das ist Discord. Discord ist manchmal ein bisschen roboterartig. I am a Roboter. Babi Babu. Wieso auf mich? Nicht auf mich. Wieso nicht auf dich? Weil. Nein! Och Mann, ich bin extra irgendwie an die Röhre gegangen, damit du mich nicht erwischst. Oh. Danke, Leute, fürs Bestätigen. Och Mann. Ich hab gewonnen! Toda ist schuld! Wärst du nicht auf mich gegangen, Toda, wärst du jetzt Gewinner. Ja, hättest du mich gekillt. Nein, da wärst du jetzt Gewinner. Ich bin mir ziemlich sicher. Guck mal, warum werde ich eigentlich immer so fertig gemacht? Ich bin Letzter. Yooka-Laye ist auch im Angebot. Ja, es ist richtig viel im Angebot, Nivi. Es ist jetzt übrigens auch, wie nennt sich das Spiel? Nicht Grandma, wie heißt das? Grandia 1 und 2. Mach grad Frust, genau. Das ist auch gerade im Angebot, 19 Euro statt 40. Grandia, kennt ihr das? Ein tolles RPG für PlayStation. Ein RPG, alter Brownie. RPG. RPG. Das war ganz deutsch. RPG ist deutsch. Psychonauts, RPG. Was wolltest du noch sagen? In meinem Stream steht im Titel deutsch. Also muss ich deutsch sprechen, Leute. Ja, dann musst du aber RPG sagen. RPG, stimmt. Ja. Nee, das wird ja Roleplay Game. Kennt ihr die Leute, die sagen, die All-Inklusive sagen? All-Inklusive? Ja, das brauchen wir, oder? All-Inklusive, ich finde das so grässlich. Sag's entweder auf Deutsch oder auf Englisch, aber nicht beides. Ja, das ist... Ja. Also das ist ein schöner Apfeltree. Apfeltree? Ja. Oh, guck mal, ein Glücks... Ja, hat ja Yoshi verdient, ne? Ich nicht als letzter Platz. Kriegt einen Stern, natürlich! Yoshi hat zwei Items und einen Stern bekommen. Wieso bekommst du jetzt einen Stern? Ich nicht, das ist Yasha. Du? Das ist Yasha. Du kannst gar nicht mit der Person reden. So. Das ist Joshua. Joshua weiß dir. Sashira, ciao, danke fürs Vorbeischauen. Ist Paper Mario Color Splash wirklich so gut für die Wii U? Eigentlich nicht wirklich so gut. Bin halt cool. Ich glaub, Paper Mario ist leider schon immer nicht so gut gewesen. Auch nicht. Oder
Das allererste war, glaube ich, ganz cool. Was, Balan Wonderworld kostet jetzt mittlerweile 5 Euro? Ich kann dieses Spiel nicht, kann mir das jemand erklären? Ich kann das auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich die Distanz bestimmen kann. Also irgendwas von Distanz bestimmen nach unten. Weißt du, was ich nicht verstehe? Loslassen, auswerfen. Soll ich den linken Stick oder den rechten Stick benutzen? Ja, das weiß ich auch nicht. Den linken. Ich mach den rechten immer. Nee, den linken ist es. Na dann. Aber das stimmt überhaupt nicht. Manche haben gesagt, du musst irgendwie nur, oder du musst nur leicht drücken, glaube ich, ne? Um die. Genau, du musst nur ganz leicht drücken, damit du die, vorderen kriegst. Und nach hinten drücken, ganz nach hinten, damit du die ganz letzten Sachen kriegst. Ich verstehe es wirklich nicht. Richtig. Ich hab's noch nie verstanden, dieses Spiel. So. Ja, jetzt habe ich ganz leicht gedrückt und ich treffe nie was bei dem Spiel. Ja, egal, dann drück Plus, dann geht's weiter. Ja. Dann können wir auch noch andere Spiele spielen. Als nur dieses eine Demo spielen. Ich will hier wieder 0 Münzen bekommen, das sag ich euch. Retail ist nicht eine schöne Euro, Alter. Ist das nicht eine schöne Grafik? Ich treff nichts! Alter, wieso ist die Scheißtruhe so schnell? Die ist doch kacke, die Truhe. Ja, vor allen Dingen eben in der Demo war das nicht so schnell. Ich hab was getroffen! Ja, ich hab sie! Nein, ich hab sie nicht! Nein! Sie! Ja, komm jetzt, zack! Mal die Scheißtruhe! Nicht getroffen. C1, mach doch! Ist das eine Scheiße? Jetzt, treff ihn! Jawoll! Ich krieg endlich mal was. Ich treff auch was. Wieso werf ich hier immer nach ganz hinten? Warten wir mal. Alter, ich hab so ein Pech in dem Spiel, ne? Ey, ich auch, aber jetzt läuft's bei mir. Jetzt egal, was ich mache, bei mir leckt's. Ich hab den Bogen raus. Du hast den Bogen raus? Ja, wie Timmy. Das Tempo ist auf jeden Fall ein ganz anderes als eben. Jetzt. Es ist unglaublich, ich krieg halt nix. Ich werf immer genau dazwischen. Jawoll! Ja, okay. Es ist unglaublich. Ja, das ist Schwachsinn. 5! Ich hab zum ersten Mal in diesem Spiel geschafft. Bei dem Game war das Original besser, aber da war doch der Stick noch schlechter eigentlich. Noch ungenauer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Game irgendwann mal gut war. Frustfressen ist wieder angesagt. Isst du Haribos? Mhm. Kleine Cola-Flaschen. Oha. Das sind die, ich nicht mag. Was? Ja, ne, da kannst du auch direkt Cola trinken, oder? Hä? Nein. Da ist kein Koffein drin. Ja, ist so. Ich hab sogar das Lustige ist, es gibt ja volle und leere Cola-Flaschen. Echt? Mhm. Es gibt welche in braun, für Brownie, und es gibt welche in weiß, die leer sind. Hä? Hab ich ja noch nie gesehen. Ja. Ich dachte, die wären unten braun und oben weiß. Nee, das sind die groß. Cola-Flaschen. Die kleinen. Oh, guck, noch ein Stern, komm, hier, nimm. Ein versteckter Block. Da hat Waluigi aber Glück gehabt. Das werden Münzen sein. Ja. 4 Münzen, krass, stark. Okay, er ist auch noch undankbar. Hä, ich hab gesagt stark, war doch gut. Warte mal, ich muss mal wieder emoten, warte. Warte. Was willst du? Ich muss mal wieder emoten, warte, hier. Ach, emoten. Ja. Lass das. Ich kauf mir den Stern. Ich hab jetzt alle Sticker auf. Ich auch. Du hast schon alle Sticker? Ich hab auch schon alle. Ja, alle gekauft. Nee, das Ding ist, ihr bekommt, wenn ihr ein Level-Up habt, neue Sticker, die ihr kaufen könnt. Nein, das stimmt. Also ich hab alle Sticker freigeschaltet. Achso, okay. Ich hab sogar eine Benachrichtigung bekommen. Na, warte. Eine Meldung von Präsident Fieb. Ja, ich hab eine E-Mail bekommen. Man hatte ein Loch in der Hand, aber das war besser. Achso, ihr seht jetzt schon wieder nicht meine Platzierung, ne? Ist auch nicht so wichtig, du bist Letzter. Wir wissen alles, dass du Sieger der Herzen bist. So. Meine Platzierung sieht man auch nicht. Soll ich mich auch wegstellen? Warum bin ich immer unten rechts? Das ist doch scheiße. Ja, du hättest halt besser... Guck mal, Yasha. Hat schon 2 Sterne. Ja, wir wissen ja jetzt schon, wer gewinnt. Brauchen gar nicht mehr weiterspielen. Oh nein, wo muss ich mich Ich bin noch so weit weg von einem Stern, Leute. Ist das so okay, Live-Chat? Live-Chat. Live-Chat. Ist wieder Brownie in seinem Live-Chat. Ist das ein Offline-Chat? Nee, das ist ein Online-Chat. Aber sag doch einfach Chat, wieso denn immer Live-Chat? Chat. Weil Knossi. Chat. Hi, Chat. Ja, Chat. Hi, Chat. Hi, Chat. Das klingt wie so ein Football-Spieler aus einer amerikanischen Highschool. Hi, Chat. Dann weißt du warum. So, Toadette, lass mich in Ruhe, ich weiß. Oh.
Sag wirklich besser Chat. Okay, dann werde ich Chat sagen. Chat. Chat. Dieser Baseball-Chat. Wir wissen ja eh, dass du letzter bist, Toffi. Ja, noch. Ich werde. Das Spiel wird mich supporten. Am Ende. Nee, in der Mitte. Ja? Toffi hat eins geschafft, was sonst niemand schafft. Er hat alles auf null. Nee, jetzt nicht mehr. 15. Jetzt guck, nicht so mehr. Gut wie unmöglich eigentlich. Hä? Ja, da war ein Item. Ich glaube, das hast du auch schon geschafft, Brownie. Hör auf zu lügen. Du bist derjenige, der in einem Pokémon-Spiel in der ersten Arena verkackt. Ja, weil ich mit 50% HP reingehe. Warum machst du auch sowas? Ja, weil es Pokémon ist. Okay, wir können los. Ups. Ey! Ja, B oft und A rollen. Du hast mich sabotiert. Ja, das ist sogar die Übersetzung. Ich hab falsch, dich sabotiert. Ne? A, Schneeball rollen, ist, macht, das ist nicht richtig. Ja. Das ist, die Übersetzung ist. Da steht, da sollte Schneeball werfen stehen. Ja, beides ist rollen. Das ja. ist, da stimmt was nicht. Da ist die Übersetzung. Ey, hör auf! Geh weg! Ey! Oh, Alter, wir müssen Brownie aufhalten. Der kann das Spiel. Ja, ich kann gut rollen. Jetzt könnte ich einen echt fiesen dicken Witz machen. Einen dicken Witz? Du hast gesagt, dass ich kann gut rollen. Und alle Dicke da draußen? B, ne? So. Ey, was schlägst du mich? Ey, wieso immer auf mich? Alle auf mich? Ja. Ja, okay, Brownie ist raus. Toda hat mich einfach rausgekickt. Ich dachte, wir sind Freunde, Toda. Das magst du nicht, Toffi. Hä, man kann Mist. Fast. Man kann die Bälle abschießen? Ja, natürlich. Ja, das war doch mit A, deswegen habe ich doch gesagt, dass die Übersetzung falsch ist. Das wusste ich nicht. Ich habe doch gesagt, dass die Übersetzung schlecht ist. Deswegen habe ich das doch gar nicht. Ich dachte, mit Rollen war gemeint, dass man läuft und es rollt. Nein, das ist unfair. Nee, das ist unfair. Guck mal, ich komme gar nicht mehr vorwärts. Das ist voll unfair. Ja, das war halt das 1-on-1, was ich gerade gewonnen habe. Das ist mega unfair. Ich komme gar nicht mehr weg. Du hättest der auch mit mir zusammen Toda ausschalten können. Okay, ich hab's geschafft. Jetzt mach ihn fertig, sonst ist unentschieden und nichts passiert. Toda, mach ihn. Ja. Tot. Töte ihn. Nein. Jetzt roll ich. Ja. Alter, er hat mich voll versucht, aus der Reserve zu locken. Die teamen einfach. Alter, ja. Das war fies, Toda. Das war mega fies. Let's go. Alter, mir ist mein Bonbon aus dem Mund gefallen. Kann man im Pokémon eigentlich auch Minus rutschen, wenn man ohne Geld verliert? Ja, man macht Schulden. Und dann ruft Nintendo dich an und fragt, wo das Geld bleibt. Ja. Nein, kann man nicht. Was, Toffi, ich bin aber schlimmer als Braun. Ich bin direkt am ersten Trainer verkackt. Das muss ich da jetzt bezahlen. Ja, gut, wir haben alle irgendwie so ein bisschen Dreck am Stecken. Ich habe bei Super Mario, wie heißt das? New Super Mario Bros. U, also auf der Wii U die Version, da habe ich beim ersten Goomba verkackt. Beim ersten Goomba? Ja. Game over. Danilo, herzlich willkommen. Toffi ist letzter, hallo. Natürlich muss der wieder kommen, wenn ich Mario Party spiele. Und ich habe gehört, bei diesen Just Dance, da tust du auch regelmäßig in jedem Tanz verkacken. Hä? Ich habe immer 5 Sterne. Immer? Fast immer. Ja, er ist halt der Tänzer. Ja, jetzt auf einmal nur noch fast. In 99% der Fälle, ja? Ich habe gehört, Just Dance 2021 ist schwieriger, ne? Es gibt erstens schon Just Dance 2022. Nee, 22. Ich meine 22. Aber schwierig. Nee. Überhaupt nicht. Nee? Nö. Ist für dich ein Kinderspiel, ne, als Profi-Tänzer? Ja, natürlich. Mach ich locker flockig aus der Hüfte. Achso, alles klar. Einmal mit dem Arsch gebackelt und die Punkte sind da. Herzlich willkommen, Toffi ist letzter. Du bist hier genau richtig. Oh Gott. So, die Samen-Challenge, die ist auch mega kleinen. Fies. Ne? Den langen. So, ich will ja nicht, genau, ich bin ja nicht gierig, deswegen nehme ich den kleinen. Ja, aber Gierigkeit wird bestraft. Richtig. Keine Gierigkeit. Oh, oh. Brownie hat letztes Mal mega Pech bei dem Ding. Oh, und ich war, beim letzten Mal habe ich immer den Bowser-Stern genommen. Den Bowser-Stern. Bowsers Samen. Brownie hat Stern gesagt. Ne? Stimmt. Toffi bald bei Let's Dance. Ihr könnt mich ja mal anmelden. Mal gucken, ob ich da eine Chance habe. Aber nur, wenn Nasan Eckes wieder Moderatorin ist. Oh, ein Glückswürfel.
Ich will hören, wie sie sagt, let's a dance. Ich krieg langsam Hunger, Leute. Wieso hast du... Du kriegst Hunger? Ja, ich esse hier nur Süßkram, das macht doch nicht satt. So, was Yoshi, verkack bitte. Du hast 2 Sterne, bitte verkacken. Nee, der wird jetzt vom Spiel supportet, der wird jetzt den richtigen auswählen. Welchen hat er genommen? Den dicken. Den dicken, nicht den langen. Sondern den kleinen. Oh. Nein! Aber hab ich jetzt Pech? Nee, ja. Jetzt wird's resettet. Ah, nein, gut. Nein. Oh. Nein, ich wird nicht resettet. Echt nein, nicht? Nein. Ja, aber was ist... Wieso hasst mich dieses Spiel? Das wird nicht resettet, nicht, dass ich wüsste. Geil, das Spiel ist so schön. Das Spiel ist zum Kotzen! Das Spiel supportet die ganze Zeit Yoshi. Schon seit Runde 1. Ich hab hier noch Fußball. Heute Abend wiege ich 15 Kilo mehr. 15 Kilo? Ja, weil ich hier 20, so viel Süßigkeiten habe, die werde ich alle vernichten müssen, weil dieses Spiel mich verarscht wieder. Jetzt krieg ich noch Toffi seine ganzen Münzen abgezockt. Wenigstens hast du noch Süßigkeiten. Ich hab hier nichts mehr, glaube ich. Weh, du nimmst mir jetzt die Münzen, damit ich mir wenigstens einen Stern kaufen kann. Oh, 20 hat er die abgezogen. Ja, dir auch. Nee, Brownie hat nur 12. Nee. Ach so. Ich hab nur 12. Ey, wir sind alle pleite jetzt, außer Toda. Also Yasha sagt, es wurde resettet. Werden wir ja gleich sehen. Aber was ist das denn? Das hatten wir noch gar nicht. Doch, Linienführung. Du musst Linie führen. Ach so, das ist ähnlich wie das eine Spiel, ne? Ja, aber du hast unendlich Zeit. Also du kannst dir Zeit lassen. Du musst nicht der Erste sein. Sieht nicht aus, als hätte ich unendlich Zeit, um ehrlich zu sein. Ja, nicht unendlich, aber sehr viel Zeit. Du musst ins Ziel kommen, denke ich mal, oder? Was ist denn, wenn die Kamera hinter dir ist? Ja, das meine ich auch. Oh, ich hatte gerade voll den Ruckler, voll den Hänger. Guck, Yoshi gewinnt jetzt. Warte, dann wird automatisch gezeichnet. Ah, okay. Also man kann nicht um die Zeit. Man muss immer. Nein, aber du kannst halt, musst halt im Bild. Es ist ein Scrolling-Level, deswegen. Ja, ein Trolling-Level. Ein Trolling-Level. Ja, das kann ich mal gezeigt, okay. Oh Gott. Also einfach im Bild bleiben, das kriege ich. Ach, dann musst du ja gar nicht richtig auf der Linie bleiben. Nee, Brownie lügt uns an, damit er gewinnt. Nee, du musst von der Linie runter, das stimmt schon. Immer runter. Brownie, du bist ein Trottel. Ah, jetzt habe ich gezittert wegen dir. Versuch mal, weil du Angst vor mir hast, ne? Weil du Angst vor mir hast, ne? Nee. Ich glaube, wenn du auf der Linie bleibst, bist du schneller, ne? Es ist schwierig zu zeichnen und mit dir zu reden. Ich hab gewonnen. Du hast nicht gewonnen. Doch. Oh, ich gehe nochmal zurück hier. Das muss ich nochmal ordentlich. Jetzt Brownie. Ordentlich. Warte, ist das jetzt falsch gewesen? Ja, du musstest es doch, oder? Wobei, doch. Ich hab gewonnen. Willst du mich verarschen? Ich hab das Spiel falsch verstanden. Ich dachte, wenn du auf der Linie bleibst, bist du schneller. Nein, du sollst nicht. Ich hab doch gesagt, es ist egal, ob du als Erstes oder als Letztes reingehst, du musst nur die Linie komplett ausmalen. Das ist doch scheiße! Und Brownie geht nur zurück. Oh, guck mal. das ist doch scheiße. Auch noch aus. Danke für den Bogen. Werden jetzt nicht auch noch deinen letzten 10 Münzen abgezockt? Ich glaube schon. Aber Toffi hat immerhin. Ich dachte, das wurde resettet, oder nicht? So, dann schauen wir mal, ob es resettet wurde. Ich glaube, nee, wurde nicht. Nein. Guck mal, wie viel Pech ich hab. 0 Münzen und ich krieg den Bowser-Scheiß. Ja, du hast Glück. Du kannst nichts abziehen. Du hast keine Sterne. Ist doch egal. Es ist trotzdem Pech. Du bist direkt am Stern. Also, was willst du? Ich hab doch keine Münzen für den Stern! Doffis Stimme wird immer höher, desto wütender er ist. Ja, die ist gerade auf Maximum. Und alle gegen mich! Das ist doch scheiße! Großes Tauzi am Arsch! Sie ist positiv. Du hast ja nichts mehr zu verlieren. Rotieren. Was oh, nee, wir gib ja jetzt schon verlieren. Auf hier. Es ist aber schon der linke Stick, ne? Beide. Nein, nur der linke. Nein, ist der linke. Ich verstehe nicht. Welche rotieren? Sieht die Gegner von der Klippe. Wie rotieren war das? Ich glaube, hier kriegt man doch. Genau. Die? Nicht die Handinnenfläche. Oder du machst Feuer. Ja, beide oder nur einen? Einen. Okay, dann mach ich den hier. Mein Arm tut schon. Können wir starten? Ja, ich bin bereit. Trink nicht vergessen, Danilo, danke. Aua, meine Handinnenfläche tut schon weh. Ich mach mal gerade ein bisschen. Ist ein Snickers, ich hab keinen. Ist ein Snickers, let's go. Ich nehme jetzt meine Hand und ich rotiere das Ding. Guck mal, Donkey Kong sieht richtig cool aus in dem Bowser-Outfit, ehrlich gesagt. Ey, Leute, macht was! Ich mach was. Das ist so ein Betrug. Entschuldigung, ne? Das musste jetzt sein.
Das ist einfach Beschiss an der Stelle. Das habt ihr verdient. Mhm. Allesamt. Jetzt habe ich meine 20 Münzen wieder, wenigstens das. Wer weiß, wie viel Rotation er gemacht hat. Wahrscheinlich gar nichts. Ja, ich habe gecheatet. Ich habe bei Nintendo kurz angerufen und gesagt, mach mal was.